Kreischen, Zetern und das Schlagen von vielen Flügeln erfüllte die Luft, als der aufgeschreckte Elsternschwarm sich gen Himmel verflüchtigte. Einige vertrocknete Blätter segelten durch die Luft und fielen auf das tote Laub des Waldbodens, auf dem sich Aurea, Vanya und Ektor nun gegenüberstanden. Das Laub knirschte sanft unter den ledernen Schuhen von Aurea, als diese das schwarzhaarige Mädchen und den jungen Akolyten verwundert anblickte. Vanya, Ektor, ich habe euch gar nicht gesehen. Hastig wischte sich Aurea die Spuren der Tränen aus dem Gesicht. Ihre Haare waren zerzaust und in ihrem Gesicht spiegelten sich die unterschiedlichsten Emotionen. Eine Mischung aus Verzweiflung, Traurigkeit und grimmiger Entschlossenheit, die sich deutlich von ihrer sonst zumeist freundlicher und gutmütiger Miene unterschied. Und ich habe nicht damit gerechnet, dich hier durch den Wald stürmen zu sehen, als würde die Mine brennen. Ehrlich gesagt... Sie drehte sich zu Ektor um, der ebenso perplex zu sein schien wie sie selbst. Ich habe mit keinem von euch beiden hier gerechnet. Was ist passiert? Ich hab dich am Brunnen gesehen und wollte Hallo sagen. Ektors Wangen röteten sich und verlegen wandte er seinen Blick von Vanya ab, hin zur Zwergin. Aurea, bei der Herrin Travia, wie siehst du denn aus? Ist alles gut bei dir? Nichts ist gut bei mir. Meine Eltern haben mir heute Morgen eröffnet, dass sie, oder wahrscheinlich eher die Eltern meines Vaters, einen Mann für mich ausgesucht haben, den ich heiraten soll. Einfach so, als wäre ich ein Wesen ohne Verstand, dessen Meinung dabei nichts zur Sache tut. Es dauerte einen Moment, bis diese gesprochenen Worte ihre ganze Bedeutung entfaltet hatten. Doch dann dämmerte Vanya und Ektor allmählich, was Aurea ihnen da eröffnet hatte. Auf Vanyas Gesicht zeigte sich tiefe Bestürzung. Sie haben was? Vorsichtig trat sie näher auf ihre Freundin zu. Aber warum jetzt? Du bist doch noch verhältnismäßig jung, also für einen Zwerg. Der Bund soll erst später geschlossen werden. Dafür bin ich tatsächlich noch ein bisschen jung. Aber meine Eltern wollen, dass ich bald zu seiner Sippe ziehe, um mich an ihre Sitten und Rituale zu gewöhnen. Aurea wischte sich mit einem Ruck die Tränen von den typisch zwergischen Pausbacken und stampfte dann wütend auf, als sich jener trotzige Ausdruck auf ihrem Gesicht zeigte, den Vanya schon ein paar Mal bei ihrer Freundin gesehen hatte. Aber ich will nicht. Nicht jetzt. Ich hatte mir doch fest vorgenommen, noch was von der Welt zu sehen. Und ganz besonders will ich nicht zu diesen furchtbar altbackenen und konservativen Erzzwergen. Die können mir gestohlen bleiben mit ihren Runen, Riten und mit ihren Zippenregeln. Ektor strich sich kurz mit der Hand über seinen Bartflaum und ließ seine zwergische Freundin erst einmal ihre Schimpf- und Fluchtirade beenden. Dann trat er besänftigend ein paar Schritte auf sie zu und stand nun direkt neben Vanya. Er räusperte sich und erhob den Zeigefinger, wie er es bei Meister Patras Predigten schon oft gesehen hatte, wenn dieser eine seiner Weisheiten von sich gab. Das ist bestimmt etwas überraschend, aber ist das wirklich so schlimm? Ich meine, eine Hochzeit bei Travia ist doch stets ein Grund zur Freude. Und wenn ihr beiden, also ich meine du und dieser fremde Erzzwerg, euch erstmal näher kennengelernt habt, wird das bestimmt schon nicht ganz so schlimm werden. Du hast so ein sprühendes Wesen, Aurea. Du wirst mit Sicherheit schnell Anschluss finden und die Erzzwerge etwas auflockern. Die immer noch vor Trotz funkelnden Augen der Zwergin sahen den Novizen ungläubig an. Und Aurea überlegte kurz, ob Ektor das gerade wirklich gesagt hatte. Hatte er? Er klang fast genauso wie ihr Vater. Ihr Trotz wandelte sich in Wut, als sie ihn anraunte, die Distanz zwischen ihnen überbrückte, Ektor gegen die Brust tippte und ihre Worte mit all ihrer Enttäuschung, ihrer Wut und Verzweiflung, die sie empfand, immer lauter wurden. Nicht schlimm! Nicht schlimm!
Du willst mir sagen, dass es nicht schlimm ist, einfach so einem fremden Mann gegeben zu werden? Ein Grund zur Freude? Freude? Pah! Wenn ich den Zeitpunkt und den Partner dafür selbst gewählt hätte, ja. Aber nicht so. Nein, Hector. Nein. Die Erzzwerge auflockern. Man merkt, dass du noch keinen Kontakt mit ihnen hattest. Aurea wünschte sich, sie hätte den Mut aufgebracht, so mit ihrem Vater gesprochen zu haben. Aber in ihrer Verzweiflung ließ sie ihrer Wut freien Lauf. Irgendwo in ihrem Innersten wusste sie, dass Hector es nicht so meinte. Aber er war nun mal jetzt hier und er musste das jetzt ausbaden. Vanya sah mitleidig zu, wie Aurea Hector vor sich hertrieb, als sie auf ihn einredete und dieser immer weiter zurückwich, bis er mit dem Rücken an eine alte Buche gedrängt dastand und etwas entsetzt in das Gesicht der wütenden Zwergin blickte. Er hatte das unselige Talent, in manchen Situationen einfach das Falsche zu sagen. Und das als Novize der Travia. Sollten die nicht eigentlich besonders gut mit Emotionen umgehen können? Die junge Frau seufzte, trat neben Aurea und legte ihr besänftigend die Hand auf den Arm, dessen ausgestreckter Zeigefinger immer noch in regelmäßigen Abständen auf Hectors Brust pochte. Vielleicht sollten wir nicht hier im Wald stehen und uns gegenseitig anschreien. Ich kann dich sehr gut verstehen, Aurea. Ich bin so froh, dass meine Großmutter nicht darauf besteht, dass ich heirate, bevor sie zu alt ist. Sie schwieg kurz und umfasste dann ihren Korb fester. Wie wäre es mit einer Tasse Tee? Ich bin sicher, im Travia-Tempel wird dich in dieser Situation erst einmal niemand suchen. Und dort können wir dann einen Plan schmieden, wie du deinen ungewollten Verehrer loswirst. Nicht wahr, Hector? Mit einem beschwichtigenden Lächeln beugte sie sich zu Aurea herunter, um sie in den Arm zu nehmen und flüsterte ihr dabei leise ins Ohr. Und sei nicht zu böse mit Hector. Er ist halt keine Frau und versteht das nicht. Hector blickte unsicher zwischen den beiden Mädchen hin und her, sah dann aber über Aureas Schulter hinweg Vanyas beschwörenden Blick. Er bemühte sich, seine Gedanken zu sortieren. Hätte sie ihm doch bloß im Tempel von der Sache erzählt. Dort fühlte er sich immer besser und sicherer, wenn es darum ging, Menschen zu beraten. So als wäre die Herrin dort näher bei ihm und würde durch seinen Mund sprechen können. Er kramte in seinen Erinnerungen. In der Kirche wurde das Thema Eheversprechen sehr kontrovers behandelt. Für einige waren arrangierte Ehen in Ordnung, für andere nicht. Aber besonders im Adel, der immer noch eine Vorbildfunktion für das gemeine Volk hatte, waren sie weit verbreitet. Nun wollten sie planen, wie sie eine Ehe verhindern konnten? Und das in einem Travia-Tempel? Wenn Patras davon Wind bekäme, wären die Niederhöllen los. Aber hätte er damit leben können, wenn Vanya an die Hand von zum Beispiel Andrik oder einem anderen Mann hätte gegeben werden sollen? Nein, das hätte er nicht. Ich wollte nicht. Trinken wir etwas Tee und ich höre mir gern alles an. Patras hat da diese neue Kräutermischung aus dem Koschgebirge. Solange wir ihm nicht erzählen, was wir besprechen, ja? Und bitte, Aurea, ich entschuldige. Das klang eben vielleicht nicht so, wie ich es gemeint habe. Ehrlich, du bist doch meine, Sein Blick wanderte zu Vanya. Eine meiner besten Freundinnen und ich will auch nicht, dass du weggehst. Aurea musste lächeln, als sie hörte, was Vanya ihr ins Ohr flüsterte. Und wie unbeholfen Hector vor sich hin stammelte. Sie konnte nicht anders. Aber als der junge Travia-Jünger so kleinlaut nach Worten rang und Vanya sie fest an sich drückte, war ihr Zorn von einem Augenblick auf den anderen so gut wie verflogen. Vanya hatte ja völlig recht. Normalerweise wäre sie auch nicht gleich so wütend geworden, aber der Gedanke daran, dass sie ihre Eltern und Freunde in Kürze verlassen sollte, ließ sie nicht klar denken. Wer wusste schon, wie viel Zeit ihr noch mit Hector und Vanya blieb. Sie sollte sie nicht mit Streit oder Jähzorn vergeuden. Das war den beiden gegenüber mehr als ungerecht. Hector hatte es sicher nur gut gemeint.
und versucht, sie aufzumuntern, so wie es eben seine Art war. Ein wenig schämte sie sich für ihr Verhalten und sah entschuldigend zu Hector hinüber. Tut mir leid, Hector. Ich wollte dich nicht so anfahren. Ich bin einfach verwirrt und wütend. Heute Morgen war die Welt noch völlig in Ordnung und jetzt ist sie auf den Kopf gestellt worden. Es fühlt sich fast so an, als wäre sie dunkler und kälter geworden. So wie die Höhlenstätte der Erzzwerge. Aurea fröstelte bei dem Gedanken und sie blickte an Hector vorbei ins Leere. Dann aber schüttelte sie rasch den Kopf, als könne sie die Vorstellung an die kalten Höhlenbehausungen ihrer zukünftigen Sippe damit loswerden. Tee klingt gut. Dann kommt. Lasst uns die Brücke beim Bäcker zurück ins Dorf nehmen. Wenn wir das tun, werden wir bis zum Platz hinter der Brücke wohl nicht vielen anderen begegnen. Vanya schenkte Hector ein Lächeln und griff Aurea bei der Hand, um sie mit sich zu ziehen. Kommt! Aurea ließ sich von Vanya ziehen, versank aber alsbald so in ihre eigenen Gedanken, dass sie dem Weg nicht wirklich Aufmerksamkeit schenkte. Sie dachte daran, wie oft sie zu dritt bei Hector beim Tee zusammengesessen waren, und bei diesem Gedanken wurde ihr die Kehle eng. Dieses Mal würde alles anders sein. Vielleicht war es sogar das letzte Mal. Eigentlich hatte sie keine Zeit dafür, Tee zu trinken. Jede Minute, die sie hier in Erlenruhe blieb, fehlte ihr, um Strecke zwischen sich und die Sippe ihres baldigen Ehemanns zu bringen. Wäre sie doch nur aufmerksamer gewesen, dann hätte sie Vanya sicher umgehen können, denn eigentlich war sie sehr gut darin, sich nahezu lautlos im Wald zu bewegen. Und natürlich musste auch Hector zur Stelle sein, aber ihn konnte man ja häufiger in der Nähe von Vanya finden. Und wenn sie sich das nicht einbildete, dann empfand er mehr als nur Freundschaft für sie. Innerlich musste sie bei dem Gedanken an die beiden und eine wohl mögliche Liebe zwischen ihnen seufzen. Denn genau diese Freiheit zur Liebe hatte sie ja nun nicht mehr. Aurea wusste allerdings nicht, ob Vanya Hectors Gefühle erwiderte. Immerhin schien sie sein Schmachten so gar nicht wahrzunehmen. Das Geräusch ihrer Füße veränderte sich, als sie auf die hölzerne Brücke traten, die sich über den Bachzulauf zum großen Fluss spannte. Hier, in der Nähe der Bäckerei, roch es fast immer nach frischem Brot und manchmal auch nach dem berühmten Kuchen der Fee. Aurea musste beim Gedanken an Hectors Mutter lächeln. Sie war eine warmherzige und gutmütige Frau, die stets ein paar Leckereien für die Kinder des Dorfes parat hatte. Hinter dem kleinen, etwas gedrungenen Gebäude der Bäckerei lag die Mühle von Erlenruh, deren Rad sich unermüdlich im Wasserstrom drehte. Aurea holte tief Luft. Jetzt war sie ohnehin schon auf dem Weg, da würde eine Tasse Tee keinen Schaden anrichten. Und sie hätte auch nicht so einfach verschwinden können. Aurea war ihren Freunden einen ordentlichen Abschied schuldig. Und zudem hatte sie noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Zum Beispiel wollte sie mit ihren Freunden noch ein, zwei ernste Worte über deren Verhältnis zueinander sprechen. Aber nein, so gern sie sich schon wieder um die Belange anderer gekümmert hätte, die beiden waren doch alt genug. Und jetzt war ihr Problem wichtig. Im Geiste fing sie an, eine Liste der Dinge, die sie mitnehmen wollte, zu erstellen. Vielleicht könnte sie die Sachen während dem Packen ja bei Hector verstecken. Den guten Patras würde das sicher nicht auffallen. Das Alter hatte ihn fest im Griff. Als die drei Freunde von der Brücke heruntertraten und Aurea immer noch mit ihrer Packliste beschäftigt war, fiel ihr zum ersten Mal die eigentümliche Stille auf. Vanya, Hector, macht langsamer. Irgendetwas ist komisch. Warum ist es hier so ruhig? 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 Wieso ruhig? Hector fiel zunächst nichts auf. Aber er war ja auch niemand, der sich so gut mit Geräuschen der Umwelt auskannte wie Aurea oder Vanya. Seine Freundinnen hatten es, was das anging, eh leichter. Sie schienen beide von den Göttern mit einer besonderen Gabe auf diesem Gebiet gesegnet worden zu sein.
Sie hat recht. Irgendetwas ist merkwürdig. Vanyas Augen suchten aufmerksam die nahe Umgebung ab. Die üblichen Dorfgeräusche waren zwar zu hören, aber irgendwie waren zu wenig Dorfbewohner auf der Straße unterwegs. Wieder schossen ihr die 11 Elstern durch den Kopf. Ein Ereignis, das man besser nicht verpassen sollte. Wir sollten uns beeilen. Entschlossen trat die junge Frau auf den Weg und sah sich mit immer größer werdender Neugier um. Sie wusste, dass sie eigentlich zum Travertempel wollten, aber hier musste doch irgendwas sein. Warte doch auf uns. Wo willst du denn überhaupt hin, Vanya? Zum Tempel geht es doch da lang. Die Zwergin sah verwirrt zu ihrer Freundin und deutete dabei in die Richtung des Travertempels. Sie kannte diesen Ausdruck bei Vanya. Irgendwas hatte ihre Neugier geweckt. Ihr selbst war diese Stille eher unheimlich. Irgendetwas oder irgendjemand hatte die Menschen entweder von der Straße vertrieben oder aber an einen ganz bestimmten Ort gelockt. Nur was? Erlenru war jetzt nicht gerade der Ort, der viele Durchreisende sah. Lag das Dorf doch ein klein wenig abseits der Hauptstraße. Natürlich kamen trotzdem immer wieder Händler vorbei, aber dadurch kam das Tagesgeschäft nicht fast zum Erliegen. Wobei das Gasthaus bei diesen Gelegenheiten abends schon sehr gut besucht war. Auch Ektor stockte im Schritt und blickte sorgenvoll zu Vanya hinüber. Ihre Impulsivität hatte Ektor schon immer besonders fasziniert. Da waren sie sehr unterschiedlich. Ektor neigte eher dazu, eine Sache sehr ausgiebig zu durchdenken und abzuwägen, bevor er eine Entscheidung traf. Schnell versuchte er, Vanya hinterherzueilen, um sie am Arm festzuhalten. Vanya, warte doch mal einen Moment. Aurea hat recht. Wir wollten doch zum Tempel und selbst wenn etwas ist, sollen wir da einfach so reinstürmen? Wenn es jemand Wichtiges ist, erfahren wir das doch ohnehin. Und ich an erster Stelle. Patras weiß immer alles zuerst, wenn es wichtig ist, und sagt es dann mir. Komm schon, lass uns zum Tempel gehen, ja? Merkt ihr denn gar nichts? Irgendetwas ist los. Irgendetwas Großes. Irgendetwas Ungewöhnliches. Spürt ihr das nicht? Das Dorf ist nie so ruhig um diese Zeit, also müssen alle irgendwo sein. Wieder huschten die dunklen, leicht eingesunkenen Augen über den Platz in der Dorfmitte, der normalerweise von den Kindern zum Spielen genutzt wurde, sofern sie ihren Eltern nicht gerade zur Hand gehen mussten. So leer gefegt war der Platz eigentlich sonst nur, wenn die Ernte eingeholt wurde. Und da niemand auf dem Platz ist, wo wir uns sonst treffen, wenn irgendetwas los ist, können sie nur in der Taverne sein. Kommt, lasst uns nur eben gucken, was es Wichtiges ist. Was, wenn es etwas aus Gareth ist? Was, wenn es wieder Krieg gibt? Kann doch sein, dass Patras mit seinen tauben Ohren noch von nix eine Ahnung hat. Zum Tempel können wir immer noch. Och bitte, kommt. Nur einmal ganz kurz gucken. Vanya schüttelte Ektor los, blickte ihm noch einmal bittend in die Augen, bevor sie sich umwand, die Zwergin und den Travia-Schüler stehen ließ und in Richtung der Dorftaverne davonhastete. Etwas verdutzt blickte Aurea Ektor an. Bei dem Gedanken an Krieg überkam sie ein ungutes Gefühl. Sie hoffte, dass ihre Freundin damit nicht recht behielt. Aber damals war es in der Tat genauso gewesen, als der kaiserliche Herold ins Dorf gekommen war, um vom Ansturm der Orks zu berichten und die wehrfähigen Männer aufzufordern, zur Heerschau zu kommen. Irgendetwas Ungewöhnliches musste da vor sich gehen, das die Menschen davon abhielt, ihrem Tagewerk nachzugehen. Plötzlich kam ihr noch ein viel schlimmerer Gedanke, der alle Farbe aus ihrem Gesicht weichen ließ. Sie fasste Ektor am Arm und rüttelte ihn, während sich Panik in ihre Stimme einschlich. Was ist, wenn die Sippin, die ich einheiraten soll, bereits eine Gesandtschaft geschickt hat, um mich abzuholen? Das würde doch Aufsehen erregen, oder? Die ziehen doch immer mit vollem Tamtam durch die Gegend. Ektor, Vanya ist schon los. Was ist, wenn die Zwerge da sind? Dann kann ich nicht hinterher.
Was machen wir denn bloß? Bei der Erwähnung von Krieg kroch auch Ektor ein eisiger Schauer die Arme und den Rücken hinauf. Allein der Gedanke an all das Leid, welches mit Krieg einherging, ließ ihm das Herz schwer werden. Nein, er war sich sicher, dass die Götter etwas unternehmen würden. Aventurien hatte genug Krieg, Leid und Elend gesehen. Seufzend blickte er der vorauseilenden Vanya nach. Manchmal hatte er das Gefühl, dass das Dorf einfach zu klein für sie war. Eines Tages würde sie wohl wirklich fortgehen. Ein Gedanke, der ihn nahezu ebenso betrübte wie der an den Krieg. Aureas Frage und das Rütteln an seinem Arm brachten ihn wieder aus den finsteren Grübeleien zurück und er sah seine Freundin an. Ich weiß nicht viel über die Bräuche der Zwerge, Aurea. Sollten sie aber wen geschickt haben, wäre es vielleicht wirklich besser, wenn wir erst mal nachsehen. Und dann können wir immer noch überlegen, was wir genau tun. Aber mach dich bitte nicht verrückt. Ich verspreche dir, wir stehen auch das gemeinsam durch. Aurea sah ihm warm und dankbar an. Manchmal war er durchaus in der Lage, die richtigen Worte zu finden. Er hatte zwar noch viel zu lernen, aber sie war sich sicher, dass er seiner Göttin eines Tages Ehre machen würde. Wahrscheinlich hast du recht. Sie werden mich ja wohl kaum auf der Stelle verschleppen. Sie straffte den Rücken, holte tief Luft und setzte eine entschlossene Miene auf. Bevor sie sich in Richtung Taverne wandte, schaute sie noch einmal zu Ektor. Also dann, ich bin bereit. Nicht ganz eine halbe Stundenkerze zuvor war das Leben im Dorf tatsächlich noch seinen gewohnten Trott gegangen. Die Sonne schien an diesem Tag wohlig, warm und hell auf die roten Dachschindeln der Schmiede herab. Aus dieser war das laute, rhythmische Klingen von Stahl auf Stahl zu hören, nur hin und wieder durchbrochen durch das Fauchen eines Blasebalgs. Dahinter untermalte das Platschen eines großen Wasserrades die Szenerie, welches durch einen kleinen Bach angetrieben sich hinter dem Haus des Bäckers drehte, aus dessen Fenster der pausbäckige alte Mann, dem die Backstube gehörte, müde in die Sonne blinzelte. Allerlei Männer und Frauen und auch Kinder eilten in geschäftigen Treiben zwischen den Häusern hin und her, ohne dabei zunächst den Fremden zu bemerken, dessen schweres Kaltblüterpferd sich mit langsamem Schritt ins Dorf bewegte. Das Ross war mit einem prunkvollen, fast schneeweißem Rossharnisch geziert, auf dem in schillernden Farben ein edles Wappen prangte. Es zeigte einen Elsternschwarm, der über eine Bergkuppe flog. Das Zeichen derer des Hauses von Elsternberge. Am Sattelzeug angebracht prangte neben einem mächtigen Schild eine große Bannerstange, die eine im leichten Morgenwind flatternde Fahne mit ebenselben Wappen zierte. Die Gestalt auf dem Pferd hielt sich müde und leicht gekrümmt am Sattelknauf fest. Das feinpolierte Metall des Kettenhemdes und der Schulterpanzer, welche unter dem weißen Wappenrock hervorlugten, schillerten in der Sonne. Das Pferd schnaubte hörbar auf, und in diesem Moment ruckte der Mann auf seinem Rücken auf, als wäre er aus einem dösigen Schlaf erwacht. Sein leicht kantiges Gesicht zierte ein feiner Dreitagebart, und seine blonden Haupthaare waren, wie es bei Soldaten üblich war, kurz geschnitten. Er ließ ein kurzes Murmeln vernehmen, ehe er sich reckte und ein kurzes Gähnen seinem Mund empfuhr. Oh Mann, bei Rondra war das ein Ritt. Brav, Hippolyta. Wo hast du mich nur wieder hingebracht? Wieder schnaubte das Pferd auf und der Mann blinzelte gegen die morgendliche Sonne, als ihm die ersten Dorfbewohner bemerkten. Die Leute blieben auf der Dorfstraße stehen und starrten mit offenem Mund zu dem Reiter, der doch so offensichtlich ein wahrhaftiger Ritter zu sein schien. Sicher waren sich die Menschen hier bewusst, dass es Ritter gab, aber gesehen hatten sie wohl noch nie einen. Die militärischen Konflikte der letzten Jahrzehnte waren an dem kleinen Dorf weitestgehend vorbeigegangen. Sicher,
Einige Söhne und Töchter waren ausgezogen, um im Militär zu dienen, aber einen wahrhaftigen Ritter? Hier in Erlenruh? So weit ab von jeder Burg oder jedem Sommerdomizil der Adligen? So weit ab von den Kriegerschulen des Reiches? Das war etwas Besonderes. Rasch sammelte sich eine staunende Menge um den einreitenden Mann, der sie mit einem freundlich aufgesetzten Lächeln anblickte. Rondra zum Gruße. Hallo. Ja, einen schönen Tag. Oh Mann, was für ein Provinznest. Bist du dir sicher, dass wir hier lang müssen, Hippolyta? Jaha. Die Zwölfe zum Gruße. Jaha. Bist du ein echter Ritter? Wie heißt dein Pferd? Hast du schon mal Orks erschlagen? Kommst du aus Gareth? Wie weit ist das weg? Wohnst du auf einer Burg? Hast du eine Freundin? Ist sie eine Prinzessin? Es war die steigende Aufmerksamkeit, die die Müdigkeit aus den Gliedern des Ritters vertrieb. Er richtete sich zu seiner stattlichen Größe auf, drückte die Schultern durch und hob die Hand, um die vielen, vielen Fragen fürs Erste verstummen zu lassen. Ihr guten Leute dieses Ortes, eure Fragen ehren mich und gerne will ich euch berichten. Aber ich habe einen langen Weg hinter mir und ich und mein Pferd sind müde. Kommen wir doch gerade aus der fernen Stadt Gareth. Wir erlebten zahlreiche Abenteuer, bekämpften viele Gefahren und gerne will ich euch davon berichten. Aber meine Kehle ist trocken und mein Magen leer. Wenn ihr mir also den Weg zu eurem Gasthaus weisen wollt und mich bewirtet, werde ich euch Rede und Antwort stehen. Natürlich, mein Herr. Wo bleibt denn unsere Gastfreundschaft? Um Travias Willen. Bitte folgt mir. Hier entlang, mein Herr. Hoffentlich ist das Gasthaus überhaupt diese Bezeichnung wert. Danke, guter Mann. Ich erkenne einen Mann von Wert, wenn ich ihn sehe. Los, Hippolyta. Und so kam es. Ritter und Ross fanden einen Platz im Gasthaus, wurden reichlich bewirtet und bald umschwärmt von zahlreichen neugierigen Dorfbewohnern. Auch Vanya war dazu geeilt, als sie die imposante Gestalt des Edelmannes hatte zwischen den Dorfbewohnern die Taverne betreten sehen. Sie kämpfte sich an Zargunde und Rohanda vorbei, ganz vorn in die erste Reihe, und beobachtete völlig von dem Anblick dieses Ritters in den Bann geschlagen, wie der Mann auf der besten Bank der Taverne Platz nahm. Dann erkannte sie erst das Wappen. Elstern über einem Berg. Das Zeichen? Ich wusste es! Der Edelmann begann zu erzählen. Seine Stimme klang tief und doch sanft an die Ohren der Zuhörer. Und besonders für Vanya hatte sie etwas geradezu Betörendes. Dieser Mann war ein Mann von Welt, ein Edelmann, ein Ritter. Ob die Omen ihr genau das hier zeigen wollten? Hatten die Zeichen sie genau an diese Stelle gebracht? Ihr diesen Mann gezeigt? Blickte der sie gerade wieder an? War das alles Zufall? Mit ganzer Kraft und vollem Einsatz ihrer Ellenbogen verteidigte Vanya ihren Platz ganz vorne gegen die anderen nachdrängenden Jungen und Mädchen und erntete erneut einen anscheinend anerkennenden Blick vom immer noch erzählenden Ritter. Beinahe hätte sie sogar die Schankmaid, die mit Getränken und einem Bratenstück auf einem großen Teller herbeigeeilt war, nicht vorbeigelassen. Dies war ein Bild, das es so bis jetzt in diesem Dorf noch nie gegeben hatte. Einige Momente später drangen auch Ektor und Aurea durch die Menge nach vorn. Für die Menge an Leuten war es erstaunlich still, denn alles hing wie gebannt an den Lippen des edlen Ritters. Sie konnten Vanyas dunklen Schopf weit vorne in der ersten Reihe erkennen. Sie sahen sie mit leuchtenden Augen der Erzählung des Ritters folgen. Was geht hier vor sich? Wer ist der Kerl? Ich weiß es nicht. Aber mir gefällt das nicht. Ich denke, wir... Wie ihr euch denken könnt, haben uns die Schwarzpelze merklich Probleme bereitet. Aber ich wäre nicht der erste Ritter von Elsternberge, wenn diese kleine Unannehmlichkeit mich davon abhalten würde, meine heilige Mission zu erfüllen. Ihr dürft euch geehrt fühlen.
denn ihr befindet euch in der Gegenwart von Leowin von Elsternberge.